Guten Tag, meine lieben Freunde. Ich habe die paar Stunden noch geschlafen jetzt. Sind jetzt im Tag 17. Der Tag 17 bedeutet, wir gehen nochmals in den Nether. Dazu brauchen wir einige Vorbereitungen. Wir haben das Eisen gestern geschmolzen. Stein nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann nehmen wir Essen haben wir. Fackeln. Und zwar tue ich da mal zwei Kohleblöcke dafür wieder auseinanderklöppeln. So. Und das reicht ja gerade so. Und da wir jetzt so einen knappen Stock nur noch haben, nehmen wir natürlich auch ein wenig Holz mit. Das ist auch ein Stock, den können wir auch mitnehmen. Das Holz, ne, das nehmen wir mal das Holz mit. Brauchen wir noch irgendwas im Nether? Nein, das braucht man nicht, das auch nicht. Okay, alles gut. Peter. Boah, letzten Sonnenstrahlen. Landschaft wird heruntergeladen. So, jetzt mal wieder hier. Und ja, ich möchte gern ein bisschen Glowstone haben. Das ist schon mal ein lieber Zombie Pigman. Die lassen uns hier auch in Ruhe. Glaube ich zumindest, dass im Hardcore das so ist. Dass die uns in Ruhe lassen. Wenn nicht, das sind wir am Arsch. Dass die jetzt selten geworden sind, ja, man wahrscheinlich sind die etwas größer, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Das kann ja auch nur auf ein örtliches Problem beschränkt sein. Auf jeden Fall tue ich das ja erstmal ein bisschen eindämmen. Musik ist wirklich sehr laut. Hoffentlich spreche ich da gerade drüber mit meiner Stimme, weil sonst ist es irgendwie sehr anstrengend, lauter zu sprechen. Ich kann das ja mal kurz einen kleinen Weg nach unten setzen, ne? Also, ah, das geht so weiter, das ist schön. Aber nicht, dass das dann. Ja, also die Musik im Nether finde ich wirklich sehr abenteuerreich, auf jeden Fall. Ja, die wurde jetzt neu hinzugefügt. Glaube ich zumindest. Weil vorher kannte ich die irgendwie noch nicht.
Oder das ist die Musik generell im Hardcore-Modus. Kann natürlich auch gut möglich sein. Gut, hier ist unser großes Leuchtfeuer. Da können wir hier über das Tal mit kleinen Fackeln arbeiten. Ich brauche eigentlich nur für die Markierung des Weges die Fackeln setzen. Ausleuchten bringt hier unten eh nichts. Mal Light Level 7. Das höchste ist ja immer 7. Dass wir auch überall Monster spawnen können. Upsala. Natürlich ist das, was ich mir natürlich wünsche, eine Festung zu finden. Und was ich mich schon gefragt habe, ob der Nether bei jedem gleich aussieht. Das ist auch eine gute Frage. Kommt natürlich darauf an, wo man das Portal hinsetzt. Auf der Oberwelt. Vielleicht macht das auch nochmal einen großen Unterschied. So, jetzt sind wir hier irgendeine Spalte reingerutscht. Möchten wir da hoch? Nein. Hier unten sieht es doch gut aus. Oder? Genau, hier ist noch Quarz. Die sind. Können wir uns mal durchbuddeln. Wie gesagt, wir haben keine Minimap. Wir müssen uns jetzt wirklich vanillamäßig hier antreiben. Denn das waren die Regeln. Ach, hier geht's doch weiter. Guck mal, wir haben schon den Stack. Ist doch super. Oh, hier ist ein Zombie-Pick. Oh, das sind wirklich ganz schöne Höhlensysteme, muss man sagen. Die Fackel, die bringt ja nichts. Da. Die unterhalten sich gerade, aber ich verstehe das irgendwie nicht. Hier nicht länger lang rumtreiben, wie gerade gesagt, sonst könnte mir was wieder blühen und das Übermeer hier. Ja, ich gehe ja schon. Hier geht's auch noch wohl lang. Geht's raus. Ganz gefährlich. Ich schlag mir noch ein bisschen Niederstein ab. Das meinte ich, das meinte ich, das meinte ich. Ja, vielleicht wollten die mich davor warnen. Das kann durchaus möglich sein. Alter Vater! Die wollten mich davor warnen. Ich gehe einfach hier raus. Und hier zwei und dann bam, das dort oben drauf. Hab ich mich ja so erschrocken. Gut, wir gehen mal in die Richtung weiter. Und ich muss was essen. Guck mal, der Mini-Zombie-Pigman. Niedlich. Niedlich. Ja, hinten, da kann ich nichts erkennen. Und da ist Glowstone. Scheint wirklich immer noch die Sonne auf dem Rücken. Und ich glaube mal, dass wir jetzt irgendwie im Kreis gelaufen sind. Da ist noch Nether Quartz. Mal irgendwie runter. Also die Musik ist so episch einfach bloß. Wie findet ihr das? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben.
Ach, sie aus so ein Leuchtding. Ach, das war jetzt ein, zwei Risiko. Aber wir sind ja sehr risikofreudig. Gehen wir hier wieder hoch am besten, ne? Bist du? Gast? Lieber Gast, ich wünsche mir, dass du stirbst, bevor du mich siehst und dieser Zombie-Pig dich dabei. Schöne beruhigende Musik. Das hört man doch gern zum Samstagvormittag, meine lieben Freunde. Tag 17, der nie enden wird, solange ich im Nether bin. Hier ist Glowstone. Cool. Ja, Party. Leider keine Zeit. Ich muss ja noch Glowstone ernten. Ein bisschen Glowstone haben, aber das ist immer so blöd, wie die hier sind, irgendwie. Aber der sieht doch gut aus. Da tausche ich mir aber noch ein bisschen Redstone. Ja. Das kommt dann so davon, ne? So, ein nach unten. Das würde reichen. Natürlich jetzt. Ja. Oh, ich habe gerade Shift losgelassen. Ah, da habe ich mich jetzt erschrocken. Ich hatte gerade wieder so einen schönen Bug. Wenn wir hier runterstürzen, sind wir am Arsch. Das haben wir nicht aufgesammelt, aber da hängt noch was. So. So. Hier hinten. Gut, was war denn jetzt der hier? Oh gut. Bam, 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 bam. Können wir 12 Lampen. Sechs Lampen. Brauchen ja vier für eine Lampe. Die Fackel hier ansetzen, dass wir auch wissen, welche Richtung wir wissen. Ja. Schön. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ganz viel Netherrack, aber das werden wir dann an unseren Spawnpunkt dann irgendwie noch abklappautern. So, ich will jetzt wieder die Heimreise antreten, weil die Folge soll nicht Überlänge Anmaß nehmen. Weil hier vergeht ja, wie gesagt, nicht die Zeit. Immer noch Tag 17, ja. Hätten wir wirklich noch stundenlang was machen können. Beziehungsweise kann ich mir jetzt ja mit dem Netherrack mal ein bisschen die Taschen vollhauen. Stört da nicht mehr, mehr eine Werkbank mit. Und die sieht auch so schön farblos aus. Machen wir mal zwei Stück. Wir haben gut zwei Stacks Netherquarz. Und ihr werdet sehen, was ich vorhabe. Mit diesem Netherstein.
So. Ja, das bleibt immer noch eine Überraschung. Jetzt kommt wieder ein Höhengeräusch oder jetzt wieder Musik an? Ist das eine neue Musik? Boah, ich zitter so was von, weil ich wirklich denke, dass es jederzeit sein kann, dass irgendwo ein Lavaflöz rauskommt und wir endgültig in der Lava verbrennen. Also das Lied fängt schon mal interessant an. Oder es ist ein Höhlengeräusch. Alles gut möglich. Level 27, also der Nether Quartz hat uns sehr viele Level gebracht auf jeden Fall. Hier werde ich mir auf jeden Fall die Koordinaten aufschreiben, im Nether. Ich hoffe, das ist erlaubt. Ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin, schreibe die Koordinaten auf. 108, 37, minus 35, also 108. Ich könnte das einfach mal so lassen. Wenn ich nur meinen Stift finde, hier ist der Stift, sehr schön. Also machen wir hier so ein Ding. Nether. Dann machen wir gleich noch das Portal und drunter sollen wir dann mal die Koordinaten aufschreiben. Also Nether, Stein, Farm. Und die Musik wird wieder lauter und die ist so awesome. 108, 37, minus 35. Zurück, nehme die Werkbank mit. Ja, ich lasse die erstmal noch hier. Ich tue noch ein bisschen nach hinten graben. Hier Lava. Ich habe auch gehört, dass in der Version 1.9, meine lieben Freunde, in der Version 1.9 soll ja ganz viel neuer Stuff hinzukommen. Hatten wir ja schon bei der April-Folge gesehen, bei der ersten April, hier Verarsche von Microsoft. Ja, die Werkbank jetzt einfach mal mitgenommen. Und hier ist wieder der Gast. Hier auf jeden Fall noch so ein Ding. So und also auf der Minimap hätte ich bestimmt schon gesehen, aber die benutzen wir ja gerade nicht. Mal du Fackel, du stehst hier sehr cool. Stell dich mal oben hin. Das sieht natürlich besser. Hier ist Quarz. Sehr schön. Da ist auch noch Quarz. Ja, ich weiß, ich soll nicht vom Wegrand abkommen.
Aber ich lasse mich doch immer so nah treiben. Wo ist der verdammte Gast? So, hier geht's nämlich rein, oder? Nee, hier geht's rein. Irgendwo noch Quarz? Nein. Nee, ich will dann nochmal hier hochschauen. Da ist der Gast, dort hinten. Und jetzt sieht er mich gleich wahrscheinlich. Nein, das ist so wieder zu weit weg. Dort hinten ist auf jeden Fall noch Stuff. Hol ich mal hier oben noch eine Fackel hin. Jetzt nehme ich erstmal unterirdisch weiter und dann da lang. Und dann da lang. Guten Tag. Und dann da lang, da lang. Müssen wir denn jetzt lang? Da. Oh, hier ist noch Quarz. Nein. Wo ist der? Eins, zwei Risiko. Nicht mehr gesehen, das ist schon mal gut. Sprinten ist eigentlich nicht erlaubt, aber ich mach's jetzt. Hier ist auch noch Quarz. Jetzt gehen wir hoch. Wo ist unser Aufgang hier? Irgendwann noch eine Fackel hinsetzen. Da, 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 da. Und hier kommt eine Absicherung hin. Bam, bam, bam. Wir werden wahrscheinlich nicht so doof sein zum Runterfallen. Da müssen wir ja hoch. Guten Tag. Sie waren Zoll? Nein. Wieder in die normale Welt. Und es ist immer noch Tag und es ist Tag 18. Tag 18? Haben wir Tag 18? Vergehen die Tage ja trotzdem normal hier oben? Kann durchaus möglich sein, dass wir jetzt zu lang unten waren. Jedenfalls kann man immer damit so checken, weil ich hätte jetzt wirklich gedacht, es ist nur Tag 17, wenn man jetzt F3 drückt, Tag 18. Also, ne, dann. Ja, richtig komisch. So.